Alter, was geht ab, Leute? Das nehme ich mit nach Wien. Ich fahre spontan nach Wien. Ein paar Tage chillen, dies, das. Bisschen entspannen. Und Döner essen, Schnitzel essen, Bubble Tea trinken. Ein paar Leute treffen. Wir sehen uns am Hauptbahnhof. Was geht, Leute? Ich habe es zum Zug geschafft. Musst du nochmal heim? Ich habe meine Kabel vergessen. Ich habe keinen Plan. Ich habe eigentlich mit der Platzreservierung natürlich gebucht. Aber hier, ich sehe hier gar nichts, man. Ich sehe auch auf meinem Ticket nichts. Ich hocke mich jetzt einfach mal hin. Ich weiß gar nicht, ob ich Maske hier runternehmen darf, aber ja. Gerade noch so geschafft. Auf nach Wien, Leute. Lange nicht mehr nach Wien gefahren. Alter, seitdem ich dort studiert habe, nicht mehr. Krass. Nicht mal einfach so. Wir sind da, Leute. Oh mein Gott. Wobei, ich kenne Wien Hauptbahnhof gar nicht. Früher bin ich immer Wien Westbahnhof gefahren, Leute. Oh yes. Alter, Leute, was ist das? Mein Handy hat kein Internet, Mann. Oder steht, dass ich halt habe, keine Ahnung, aber es kommt kein Internet. Richtig leid. Also, ich erinnere mich noch damals, war es auch schon so, dass Wien sehr, sehr oft überall öffentliches WLAN hatte, was mega ist. Deswegen bin ich jetzt so verbunden, aber mein Handy hat kein Internet, Mann. Was ist das? Ab zum Hotel. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich muss das nochmal extra aktivieren. Weil ich habe zwei Karten drin. Wisst ihr, was ich meine, Leute? So. Ich habe zwei Karten. Ich hatte es nur auf der einen aktiviert. Und die noch Internet hat in diesem Handy, da hatte ich es, glaube ich, nicht aktiviert. Mein Gott, Leute. Echt Zufall, aber da ist einfach fair Döner. Richtiger Zufall, Alter. Ich wusste nicht, wo der ist. Das ist einfach hier. Der begegnet mir einfach auf meinem Weg, Alter. Mein Gott. Alter, Leute. Hotel, Zimmertür aufmachen, euch reinstellen, rausgehen, nochmal reingehen. Technik. Wir sind im Hotel angekommen, direkt an der Maria-Hilfer-Straße. Und ja, sieht gut aus. Wir schauen uns erstmal das Zimmer zusammen an. Dann ein bisschen frisch machen, Handy, dies, das aufladen und dann gehen wir raus, ein Bubble Tea trinken, was essen. So, ist das Bad. Yes, mit einer kleinen Badewanne. Gönne ich mir heute Abend. Peace. Hier ist auch schon das Schlafzimmer. Dann werden wir die nächsten drei Nächte verbringen. Dann hier ein unnötiges Wohnzimmer. Ich könnte hier ein paar Leute reinschmuggeln. Können wir beim nächsten Mal machen. Da können hier. Junge, ich weiß doch, wir haben früher Yu-Gi-Oh! Turniere gespielt. Und da sind wir halt auf Turniere gefahren. Und ein Bett und dann jeder auf dem Boden so geschlafen. Wir haben so ein Hotelzimmer für 4, 5, 6 Leute geholt. Pariser Döner hat ein Zuschauer mir von Pogo. Zeiten, also ich glaube mittlerweile spielt er auch kein Pogo mehr, aber ein Zuschauer, der mir seit Pogo folgt, empfohlen. Er meinte besser als Ferhat Döner. Also Ferhat Döner können wir noch nicht testen, das können wir erst morgen machen. Dann google ich so, 5,0 Sterne. Also hören wir jetzt ein Bubble Tea und dann gönne ich mir den noch heute. Bisschen so durch Maria-Hilfer schlendern, vielleicht am Westbahnhof vorbei, dies, das. Aufmerksamkeit gelockt, Leute. Richtig geil sieht das aus. Oh mein Gott, ich bin noch still. Meine Münze bekommen, Leute. Oh mein Gott. Einhändig. Tot. Oh mein Gott, das wäre ernstes Kassegeschenk gewesen. Also das wäre ernstes Kassegeschenk gewesen. Digga, ich schwöre, würde ich hier wohnen. Ich würde so oft hierher kommen, bis ich was gewinne. Wow. Oh wow, das ist lecker. Kann mit den Besten in München mithalten. Starker Teegeschmack, nicht zu süß. Gute Konsistenz von den Bobas. Alter, top Tier. Oder München ist einfach so low Tier. Wieder mein Hotelzimmer. Der Kollege hat geschrieben, der 5,0, der nicht Ferhat Döner, ist im Urlaub bis 1. September. Das heißt bis morgen.
Jetzt muss ich schauen. Aber der ist echt lecker, Mann. Sehr teelastig. Aber mega. Gutes Aroma. Ende der Magierhilfe. Da ist das KFC. Ich weiß noch, da hatte ich hier ab und zu mal Chicken. Und da hinten war so ein Asiate, der hat mich mal um 5 Euro gerippt oder so. Gute alte Zeit, Mann. Es kommen so langsam die Erinnerungen hoch. Das ist schon ein Weilchen her, Mann. Vorne ist der Westbahnhof. Da bin ich immer angekommen. Und hinter dem Westbahnhof ist der Döner von meinem Ghostwriter. Und einer aus der Telegram-Gruppe. Ich glaube, der ist auch in Crypto.dv investiert. Den sehen wir morgen. Er schaut da mit mir bei Fährt Döner vorbei. Und der meinte, er hat einen Dönerladen entdeckt. Das ist ein guter Ersatz. Ist nicht besser? Also der andere Kollege meinte, seiner ist besser als Fährt. Aber der Kollege hier meinte, ist ein guter Ersatz. Nicht besser als Fährt, aber jetzt, wo Fährt wieder da ist, braucht man keinen Ersatz. Jetzt hat man das Original wieder. Aber wir gehen den abchecken, weil sonst weiß ich nicht, was ich essen soll hier. Zu viel Auswahl. Neue Stadt. Man will eigentlich alles probieren, aber geht nicht. Also ich muss mich auf Döner, Bubble Tea und Schnitzel konzentrieren. Eigentlich wie Hackerbrücke in München. Nur kann man hier nicht sitzen. Wien, wenn ich hier so, wie nennt man das, so Sachen hier hinzufügt, kann man da sitzen und dann ist es so ein richtiger Hotspot, wie in München. Wir chillen da, trinken hier Bier und schauen den Sonnenuntergang an. Das ist echt geil. Das ist die One. Okay, wisst ihr, woran man erkennt, dass ich ein Ausländer bin? Dass ich nicht aus Wien komme? Ich komme in den Laden und ziehe meine Maske auf. Weil es so üblich ist in Deutschland, du musst Maske tragen. Aber dann komme ich so rein, kein Mensch trägt Maske. Ich so, ja, okay, ich sollte sie, glaube ich, abnehmen. Der Typ im Hotel hat auch gemeint, irgendwie, ich hatte ihn aber nicht ganz verstanden. Irgendwann muss man nicht Maske tragen. So, schauen wir mal. Sah interessant aus, sah gut aus der Laden, wirklich sehr gut. Old school, interessantes Brot, also sehr, sehr interessant. Richtig old school, hier zack drauf gehauen, scheiß auf Handschuhe, Finger in meine Soße. Aber so muss sein, Alter, so muss sein für den extra Geschmack. So sieht er aus. Wie ihr seht, die Brotform ist sehr interessant. Nicht so normales Dönerbrot, aber auch nicht so Sandwich wie bei uns. Das ist so ein Zwischending. Ich habe gerade ein bisschen Fleisch probiert, muss sagen, das Fleisch war ein bisschen lasch. Hatte nicht so viel Geschmack, aber ich glaube, das war auch nicht mein Fleisch. Also das war so ein Würfel. Ich glaube, das hatte hier in meinem Döner nichts zu suchen. Vergesst ein bisschen, der hatte kein Fleisch. Ein leckeres Brot. Sehr lecker. Noch ein bisschen ohne Soße. Nur mit dem Fleisch. ist lecker. Bisschen klein. Hätte mir schon zwei gönnen können. Aber egal. Es gibt noch genug Döner. Sie haben mir einfach noch einen geholt. Bin so rein. Er dachte, glaube ich, zuerst, ich will mich beschweren oder so. Dann lächle ich ihn so an, Digga. Ich sage, gib mir noch einen bitte. Dann haben alle gelacht. 4,30 nur, aber verhältnismäßig klein, deswegen normalerweise esse ich nie zwei Döner, aber in dem Fall geht schon. Aber Fleisch echt lecker. Echt sehr lecker. Seht ihr dieses fette Stück? Also der Döner hieß auch Steak-Döner. Wahrscheinlich deswegen, also gefällt mir auf jeden Fall. Guter erster Döner in Wien. Also seine Schwächen sind die Soßenverteilung. Oben Soße drauf geklatscht. Es muss fein auf beiden Seiten, damit jeder ein bisschen Soße hat. Und die Soße an sich hat jetzt nicht so getaugt, aber Fleisch, Brot, alles andere top. Westbahnhof Wien. Hier haben wir früher immer gechillt und auch Bubble Tea getrunken.
gehe einmal hier durch und schaue, was es so für Läden gibt, wie sich alles verändert hat. Hier gab es diesen einen Bubble Tea, der hat dieses geheime, krasse, neue chemische Ding entwickelt. Snow Powder hieß es. Alter, zu krass. Den Laden gab es davor auch schon. Das gab es, glaube ich, auch schon. Da hinten links gab es so einen Döner. Genau, von da bin ich immer gekommen. Mr. Lee, Asiate, gibt es immer noch. Oh mein Gott, ein Bubble Tea Laden. Alter, Döner hier am Hauptbahnhof kostet 3,90, Mann. Westbahnhof, am Bahnhof, Digga. Ich schwöre, ich kann mir keinen Bubble Tea mehr gönnen, aber heute den McDonald's gibt es immer noch. Da haben wir auch gechillt. Ja, Mann, und der Billa hier. Ja, Mann, oh mein Gott. Nostalgie pur, Digga. Oh mein Gott. Nicht Aldi, sondern Hofer. Mein Gott, Leute, ich musste so anders hart scheißen. Bin schnell zum Hotel zurückgesprintet, rauf auf mein Zimmer. Auf einmal geht die Karte nicht. Ich so, oh mein Gott, tot. Dann laufe ich hier runter, öffne ich die Toilette. Oh, Schuss auf die Toilette und jetzt muss ich abchecken, wieso meine Karte nicht mehr geht. Gib mir jetzt erstmal ein Bad. Mein Akku ist fast leer, wisst ihr, was ich machen muss? Ich benutze meinen Laptop als Verlängerungskabel, damit ich im Bad dann an mein Handy rankomme und es lädt. MacGyver, Alter. Die haben, glaube ich, nichts für Bad, aber ich tue einfach alles rein. Oder hier? Ne, Handcreme. Bodymilk. Shower Cap. Ich schütte einfach die beiden da rein. Ich hab so geschwitzt. Mir war auf einmal so schwindelig, Mann. Es war zu heiß. Das war's von mir, Leute. Ich muss noch ein Video für euch schneiden. Das von gestern. Wir sind 2 Tage hinterher, also nicht wundern. Ihr seht immer das Video von vorgestern, nicht von gestern, so wie normalerweise. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid. Also morgen für mich gibt's Pferd-Döner. Ich weiß nicht, was, wann das für euch der Fall sein wird. Aber schaut vorbei, wenn ihr in Wien wohnt. Anscheinend ist es echt einer der besten Döner in der ganzen Welt, oder? Ich bin echt gespannt, wie voll es da sein wird. Ob, vor allem war Döner umsonst, dann... Alter, ich wünschte, er hätte das nicht gemacht. Weil sonst, jetzt glaube ich, wird es halt anders heftig voll. Und davor, nur mit Pferd halb, glaube ich, wäre es auch voll geworden, aber nicht so voll wie ein Döner umsonst, oder? Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Twitch und Instagram. Wisst ihr, damit können DeFi. Alter! Ach, ich erzähl euch das morgen. Irgendwas mit DeFi. Oh mein Gott, ich erzähl euch das morgen. Serious Business und ciao, Alter.